Wohnmobil Center Sachsen, Dresdner Straße, direkt an der B97 in Bernsdorf. Ihr Fachhändler für neue und gebrauchte Wohnmobile und Wohnwagen. Auch Ratenzahlung ohne Anzahlung über Hausbank möglich. An diesem Wochenende zur Seenlandmesse mit toller Ausstellung vor der Lausitzhalle Hoyerswerda. Bequem ist einfach. Wenn das Konto zu den Bedürfnissen von heute passt. Knobi Vital. Altbewährt und hilfreich. Ich bin vom Typ her eher einer, der einen höheren Blutdruck hat. Darum trinke ich den Knobi Vital auch so gern, weil ich weiß, dass Knoblauch gut gegen einen hohen Blutdruck ist. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs, vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1. Erhält Ihre Herzfunktion. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter. Knobi Vital. Gesundheit ist unser höchstes Gut. Wir trinken sie jeden Abend, weil es wirklich hilft. Erhältlich in Apotheken und Reformhäusern. Schönen guten Abend und willkommen, liebe Zuschauer, zur Donnerstagsausgabe Ihrer Drehscheibe Lausitz bei uns im Elsterwelle-Fernsehen. Nach 3 Jahren Pause geht in Hoyerswerda die Seenlandmesse erneut an den Start. Ab Freitag wird sie in und an der Lausitzhalle präsentiert. Mein Kollege Thomas Balko hat jetzt Organisator René Sodeik am Mikrofon. Mitveranstalter René Sodeik ist bei mir am Mikrofon. Herr Sodeik, wie kam es denn zu der Idee, das Ganze wieder aufleben zu lassen? Ja, es kam zu der Idee, weil wir jahrelang oder seit 20 Jahren die anderen Messen veranstalten. Wir sind Messeveranstalter im Raum Brandenburg. Wir veranstalten in Fensterwalde und in Lübben die Spreelauf- und die Niederlausitz-Messe. Und aus diesem Grunde, weil wir früher uns schon für Messen interessiert haben und natürlich auch uns die Messe, die Seenlandmesse angeschaut haben, wie sie noch am Gondelteich gewesen ist. Und wir mit dem Dirk Reuker, mit dem Geschäftsführer der Lausitzhalle, gesprochen haben und wir da eine gemeinschaftliche Kooperation eben eingegangen sind und gesagt haben, okay, die Messe gehört einfach zu Hoyerswerda, die Seenlandmesse ist gewesen und die war immer gut besucht. Warum soll sie jetzt nicht weitergeführt werden und nur eingestampft werden? Das war uns auch ein bisschen zu bieder, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und dann gesagt haben, mit ihm versuchen wir, die ganze Geschichte wieder aufleben zu lassen. Genau, das wird jetzt passieren. Was werden denn die Besucher hier geboten bekommen? Die Besucher können von A bis Angeln bis Z wie Zweisamkeit. Es wird ein Reiseunternehmen wird da sein, die Urlaubsreisen anbieten, ob nun Inland-Urlaubsreisen oder Ausland-Urlaubsreisen da sind. Es wird erneuerbare Energien wird es geben. Es wird der touristische Seenverband wird hier sein vor Ort. Es wird für allen wird etwas da sein, die sich dafür interessieren, auf die Seenlandmesse zu kommen. Wenn jetzt Mutti und Vati sich wirklich mal den einen oder anderen Stand intensiver ein bisschen anschauen wollen, auch die Steppkes sind herzlich willkommen, denn auch die werden sozusagen bespielt. Im wahrsten Sinne des Wortes bespielt, genau. Die Kinder- und Jugendfarm, hier NATS genannt, wird ein bisschen was anbieten für die Kinder, wird ein Streichelzoo mitbringen, wird klauen, wird malerisches mit den Kindern arbeiten. Aber die können sich natürlich auch hinsetzen, die Kinder können natürlich auch den jungen Künstlern zuhören beim Klavierspielen von der Musikschule Hoyerswerda, von der Frau Naumann, wird hier das Programm dann gemacht am Sonnabend und am Sonntag von 10 Uhr bis 18 Uhr, das Programm durchgeführt wird durch die Musikschule. Sie hatten es gesagt, Sonnabend, Sonntag, 10 bis 18 Uhr. Eröffnung ist aber am Freitag. Wann geht's los? Freitag, 13 Uhr wird eröffnet die Seenlandmesse und Freitag bis 13 bis 18 Uhr ist die Eröffnung. Und dann bis 18 Uhr kann man sich da schon einen kleinen Überblick verschaffen. Und am Wochenende, Samstag sowie Sonntag von 10 bis 18 Uhr ist die Messe geöffnet. Vielleicht können wir noch eine Zahl mit den Besuchern auf den Weg geben. Wie viele Aussteller werden sich präsentieren? Es werden sich ca. 85, also jetzt zur Zeit, das haben heute früh noch 2 angerufen, ich weiß nicht, ob die jetzt noch mit buchen, aber zur Zeit haben wir 85 Aussteller für die Seenlandmesse gewonnen. Also es lohnt sich reinzuschauen vor und in der Lausitzhalle zur Lausitzer Seenlandmesse 2016. Vielen Dank für das Gespräch. Bitteschön. In jedem Jahr wird am 7. April der Weltgesundheitstag begangen. Diesmal rückt dabei eine Volkskrankheit ins Blickfeld. Diabetes. Mein Kollege Simon Ritter hat darüber mit einem Gesundheitsexperten gesprochen. Wir sind nun zu Gast bei Herrn Wulf Karl. Er ist Gesundheitsberater der Stadt Chemnitz. Und Herr Karl, meine erste Frage wäre, was ist Diabetes überhaupt?
Hallo, erst einmal. Diabetes, muss man sich vorstellen, ist eine chronische Stoffwechselerkrankung, die zu einem erhöhten Blutzuckeranstieg führen kann. Man übersetzt auch Diabetes mellitus mit honigsüßer Durchfluss. Also kurz gefasst kann man sagen, der Blutzuckerhaushalt im Körper kommt durcheinander durch verschiedene Ursachen. Okay, und wie kommt es zu dieser Erkrankung? Liegt das an falscher Ernährung oder sowas? Die Ursachen für diese Erkrankung, die sind recht vielfältig. Man unterscheidet ja beim Diabetes mellitus zwei Typen. Dieser Typ 1 ist meistens dieser angeborene Diabetes-Typ. Der entsteht, ist meistens angeboren. Das heißt, da produziert die Bauchspeicheldrüse in der Regel kein körpereigenes Insulin mehr. Das heißt, Diabetiker müssen sich in der Regel ihr Leben lang spritzen. Dann gibt es noch diesen Typ 2 Diabetes. Das ist, sagt man meist immer, der Altersdiabetes. Der hat zum Beispiel verschiedene Ursachen. Entweder angeborener Typ 2 Diabetes oder in Kombination dann mit Bewegungsmangel, falscher Ernährung. Das sind dann so die typischen Ursachen, die zum Diabetes dann führen können. Okay, das heißt, ich kann dem Typ 2 schon vorbeugen? Genau, richtig. Also speziell zum Typ 2 kann man wirklich auf der Präventionsschiene einiges tun. Weil, wie gesagt, durch falsche Ernährung, durch Bewegungsmangel entsteht der halt sehr viel, sehr häufig. Und dadurch wäre es halt auch schon wichtig für die Leute selber, dass sie etwas für ihre eigene Gesundheit auch tun. Okay, und dann vielleicht jetzt mal zu den Zahlen in Deutschland. Wie ist die Entwicklung an Diabeteserkrankten in den letzten Jahren so vorangegangen? Ich zitiere mal, die Weltgesundheitsorganisation hat zum Beispiel ganz aktuelle neue Zahlen gebracht, dass es zum Beispiel so ist, dass die Zahlen sich seit 1980 von 108 Millionen auf 442 Millionen Diabeteserkrankte fast vervierfacht hatte. Muss man sich auch mal vorstellen, allein 2012 starben laut den WHO-Daten 1,5 Millionen Menschen aufgrund dieser Diabetes-Ursache. Wenn man das jetzt mal auf Deutschland bezieht, in Deutschland gibt es ungefähr 6 Millionen Diabetiker. Ja. Und nochmal eine Zahl, 1000 Neuerkrankungen in Deutschland täglich. Wo können sich die Leute denn beraten lassen? Die Beratung kann natürlich bei uns erfolgen. Wichtig ist in erster Linie, wenn Menschen das Gefühl haben, sie leiden jetzt unter Diabetes eventuell, kann man erkennen 4 klassische Hauptsymptome, ständiges Wasserlassen, ständiges Durstgefühl, man fühlt sich ständig müde und abgeschlafft und man hat einen unerklärlichen Gewichtsverlust. Wenn diese Symptome auftreten sollten, dann sollte man zu seinem Arzt gehen, man sollte sich im Endeffekt seine Blutzuckerwerte untersuchen lassen und dann kann der Arzt entsprechend diagnostizieren, ob ein Diabetes vorliegt oder nicht. Vorbeugemaßnahmen, die können Sie natürlich auch bei uns. Wir beraten entsprechend die Bürger auch dazu. Also die Bürger kommen zu mir, machen ein Beratungsgespräch und wo man dann schauen, was kann man tun, um wirklich Diabetes gezielt vorzubeugen. Super. Herr Karl, vielen Dank für das Gespräch. Danke auch. Noch mehr aktuelle Nachrichten vom Tage gleich für Sie bei uns in der Drehscheibe nach einer ersten kurzen Werbepause. Liebe Zuschauer, bleiben Sie dran. Willkommen zurück zur Drehscheibe Lausitz, liebe Zuschauer, am Donnerstagabend und den Nachrichten vom Tage. Der Haushalts- und Finanzausschuss des Sächsischen Landtags hat jetzt 217 zusätzliche Polizeistellen bewilligt. Das gab Innenminister Markus Ulbich bekannt. Neben 95 Anwärterstellen können damit auch kurzfristig 122 Stellen bei der Polizei besetzt werden. Weitere aktuelle Informationen vom Tage haben wir jetzt für Sie kurz und kompakt zusammengefasst. In
Hoyerswerda Jahn-Sporthalle ist am Donnerstag eine Vorrunde zur diesjährigen Kita-Olympiade im Landkreis Bautzen ausgetragen worden. Gut 250 Steppkes in 23 Mannschaften waren zum Staffelwettkampf angetreten. Den Pokal konnte die Kita Sausewind aus der Hoyerswerda Altstadt mit nach Hause nehmen. Auf Platz 2 kamen die Mädchen und Jungen des Integrationskinderhauses Brüderchen und Schwesterchen aus Hoyerswerda. Bronze ging an die erste Mannschaft des Märchenlandes, ebenfalls aus Hoyerswerda. Alle drei Erstplatzierten haben sich für das Finale am 27. Mai in Kamenz qualifiziert. Über eine Spende in Höhe von 1.500 Euro konnten sich am Mittwochnachmittag die Tafel und der Tschernobyl-Verein Kamenz freuen. Das berufliche Schulzentrum hatte Anfang März gemeinsam mit dem HEMA-Blutspendedienst eine große Aktion unter dem Motto Kleiner Pieks für große Hilfe gestartet. Schulleiter Christoph Koban übergab den Scheck an die beiden Organisationen und erhielt gleichzeitig die offizielle Auszeichnung Herzblutverein für besonderes Engagement. Der Lausitzer Platz in Hoyerswerda soll in diesem Jahr saniert werden. Der Technische Ausschuss des Stadtrates hat am Mittwoch die Planungsleistungen dafür vergeben. Die Verwaltung rechnet mit Gesamtkosten in Höhe von rund 300.000 Euro für den Austausch der Platten sowie die Erneuerung von Bänken und Papierkörben. Ein weiteres Stück des Kossa-Grabens in der Hoyerswerda Altstadt wird saniert. Es handelt sich dabei um ein verrohrtes, unterirdisches Teilstück von der Kreuzung Pestalozzi-Schulstraße bis zum gegenüberliegenden Einkaufskomplex. Die Reparatur soll mittels Inliner-Verfahren ausgeführt werden. Die Kosten sind mit rund 50.000 Euro geplant. Der Kossa-Graben ist ein Kanal, der das Niederschlagswasser in der Altstadt aufnimmt. Der Sedlitzer See soll bis Ende des Monats 93 Meter über Normalnull haben. Seit Mitte Februar wird hier geflutet, um die Sanierung des Cliffs Lieske zu ermöglichen. Im Anschluss ist geplant, den Wasserstand um weitere 4 Meter zu erhöhen. Das entspräche dem unteren Endwasserstand des Sees, so die LMBV. Insgesamt 90 Millionen Kubikmeter müssen aufgefüllt werden. Das Wasser wird anteilig aus der Schwarzen Elster sowie Spree und Neiße entnommen. Die Stadt Lauter sucht einen Azubi, genauer gesagt Studenten für die Verwaltung. Das duale Studium zum Betriebswirt erfolgt an der Berufsakademie Bautzen und startet am 1. Oktober. Bewerbungen nimmt die Stadt bis zum 31. Mai entgegen. Die kompletten Ausschreibungsunterlagen gibt es im Netz unter www.lauter.de unter dem Menüpunkt Aktuelles. Am 28. April findet wieder der sogenannte Girls' Day statt. Auch die Polizeidirektion Görlitz beteiligt sich an dem bundesweiten Mädchen-Zukunftstag und bietet interessierten jungen Frauen einen Einblick in die Polizeiarbeit an. In der Zeit von 9 bis 12 Uhr finden auch in den Polizeirevieren Kamenz, Bautzen und Hoyerswerda Veranstaltungen zum Thema Wie wird man Polizistin statt. Es gibt noch freie Plätze, die Anmeldung dazu erfolgt über die Seite www.girls-d.de. Das Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit Bautzen bietet am Mittwoch nächster Woche in einem Kurzseminar die Möglichkeit, den sicheren Umgang mit den meistgenutzten Online-Portalen der Arbeitsagentur zu erlernen. Erläutert werden die Jobbörse, das Kursnet und das Training in der Lernbörse. Anschließend besteht die Möglichkeit, die Portale selbst auszuprobieren. Da die Teilnehmerzahl auf 10 Personen begrenzt ist, wird um eine vorherige Anmeldung telefonisch unter 03591 für Bautzen 66 14 10 gebeten. Über den Weltgesundheitstag haben wir heute schon ausführlich berichtet. Wir wollen aber auch Sie kurz zu Wort kommen lassen in einer Umfrage zum Thema. Mehr dazu nach einer kurzen Werbepause bei uns. Bleiben Sie dran.
Dieses Expertenangebot der Woche ist ein echter Knaller zu einem Top-Preis. Das VicoPulp 4G Smartphone hat ein 5 Zoll, das heißt 12,7 cm großes HD-IPS-Touch-Display, das kontrastreich und farbenfroh abbildet. Jetzt, wo der Sommer wieder losgeht, kennt ihr das bestimmt auch, dass ihr euer Smartphone in der Sonneneinstrahlung nicht mehr wirklich erkennen könnt. Das habt ihr bei diesem Smartphone gar nicht, denn bei extrem starker Sonneneinstrahlung hat dieses Handy-Display eine verbesserte Lesbarkeit. Mit der 5-Megapixel-Frontkamera mit Selfie-Weitwinkelfunktion und LED-Blitz könnt ihr jederzeit und überall, auch unter schlechten Lichtverhältnissen, euer perfektes Selfie schießen. Das VicoPulp 4G hat zudem eine 13-Megapixel-Rückkamera mit Panorama, HDR und Profi-Modus-Funktion. Der 1,2 GHz Quad-Core-Prozessor und das neueste Android-Betriebssystem machen dieses Smartphone leistungsstark und schnell. Zudem verfügt das Handy über 2 GB RAM und 16 GB Speicher, welcher bis zu 64 GB erweiterbar ist. Die Rückseite von diesem Smartphone hat ein schickes Lederdesign und ihr bekommt es in den Farben Schwarz oder Weiß. Dieses Expertenangebot der Woche erhaltet ihr in allen Expert-Fachmärkten oder unter www.expert.de für nur 149 Euro. Expert, immer stark beraten. In Cottbus, Hoyerswerda und Senftenberg oder unter esc-expert.de. Haben Sie ein ungewöhnliches Hobby, eine große Sammelleidenschaft oder kennen Sie jemanden, den wir unbedingt einmal vorstellen sollten? Sie können sich telefonisch unter 03571 425 40 oder via Mail unter info@elsterwelle.de einfach bei uns melden. Liebe Zuschauer, vielleicht wussten Sie es ja noch nicht, am 7. April ist Weltgesundheitstag. Ob Sie was für Ihre Gesundheit tun, zum Beispiel Sport, oder ob Sie eher so keine Lust dazu haben, genau das wollten wir in einer kleinen Umfrage wissen. Na, sehen Sie ja, ich stehe mit dem Fahrrad hier, bin jeden Tag früh unterwegs mit dem Fahrrad, am Tag, abends auch nochmal, indem ich wieder zu mir nach Hause fahre. Dann habe ich einen Garten, dann habe ich einen kleinen Heimtrainer und da bin ich jeden Abend um 7:30 auf dem Trainer und fahre 20 Minuten noch. Das ist meine Gesundheit. Beim Essen halte ich es nicht ganz so, da bin ich ein bisschen liederlich. Aber ansonsten, wissen Sie, mit 80 Jahren kann man sich dann schon ein bisschen zurücklehnen. Sportlich, Sport immer. Üben, üben, ja. Das ist alles. Oh nee, das kann einem nie egal sein. Man muss immer was für seine Gesundheit tun. Wenn man klein ist, die Eltern, wenn man größer ist, muss man sich selbst drum kümmern. Naja, nicht so viel. So, fein Rückweg hier vom Lausitzcenter bis nach Hause, 40 Minuten, das ist doch schon was. Aber das mache ich nicht weiter. Meine Medikamente nehmen, die ich immer nehmen muss und so. Weil ich auch nicht ganz gesund bin, aber ein bisschen was tue ich schon. Nee, egal ist uns das, ne? Wir müssen ja fit bleiben für längere Zeit. Nee, ich habe Gartenarbeit, Fahrradfahren, das ist das eigentlich. Was, ja, ein Stück laufen tun wir auch. Wir haben ja einen schönen Fahrradweg und da machen wir los. Das klingt super. Wie ist es bei Ihnen? Das Gleiche. Na, Bewegung ist vieles, damit man jung bleibt. Ja, natürlich war gerade beim Arzt. Ich muss Medikamente einnehmen. Blutdrucktabletten und Magentabletten. Und sonst macht man ja auch Sport und fährt viel Fahrrad. Ne? Und einen großen Garten habe ich, da gibt es auch genug zu tun. Da bewegt man sich auch genug. Ich würde schon was tun, aber die Tabletten werden ihnen weggenommen. Die müssen wir alle selber bezahlen jetzt. Die ganzen Zuckerpatienten möchten mal wissen, was das soll. Ja? Das ist ganz schlimm.
Also überall hört man, die Leute, die sind so geschockt. Ja, denn so eine Packung kostet ja über 100 Euro. Ja, das ist Weltgesundheitstag. Mehr brauche ich dazu nicht sagen. Und es wird schlimmer. Ja, Gymnastik oder Sport für die Rentner. Jeden Tag früh aufstehen, den Tag genießen. Das war's. Nicht viel. Ich bin erkältet, so gut. Mach nicht viel. Nicht wirklich. Ein bisschen Obst essen ansonsten. Laufen, Fahrrad fahren. Ja, ich mache einen Kurs. Beckenboden, Rückengymnastik. Gefällt mir sehr gut. Und ich hoffe, es hilft ein bisschen. Ja, und ansonsten gehe ich viel spazieren mit meinem Mann. Also ich denke schon, dass ich mich auch entsprechend ernähre und dass ich hoffentlich gesund bleibe. Na, in Yoga gehe ich schon. In Yoga und so schwimmen, das ist ja schon was. Ein bisschen Sport. Viel Fahrrad fahren. Wenn ich zu Hause bin, ich bin hier zu Hause. Wir sind nur bloß hier auf Besuch. Oh ja, wir versuchen schon Kalorien zu reduzieren, einmal die Woche schwimmen zu gehen, weil wir auch mit dem Rücken Probleme haben und jeden Tag eine Spazierrunde einzulegen, auch wenn es nach der Arbeit ein bisschen schwerfällt. Wir versuchen es, es klappt nicht immer. Wolltest du auch was sagen? Was? Ja, ich habe auch schon 20 Kilo abgenommen und Ernährung umgestellt und gehen viel schwimmen und das ist schon schön so. Ja, 20 Kilo ist ja eine Menge, wenn man die abnimmt. Schon nicht schlecht. Wie wir gesehen haben, ist Ihnen Ihre Gesundheit wichtig und Sie machen auch recht viel dafür. Also, liebe Zuschauer, rappeln Sie sich auf und machen auch Sie was. Das Elsterwelle-Kalenderblatt. Der Schwebnitzer Ortsteil Kosel ist 1406 erstmals in einem Schriftstück erwähnt worden. Damals hieß es wörtlich, wie die Oberlausitzer sechs Städte die Koseler abbrannten. Kosel wurde übrigens bis 1800 mit K geschrieben und stammt wahrscheinlich vom sorbischen Wort Koseln, was man in etwa mit Bock übersetzen könnte, ab. Ein Kleinod in der Gemeinde ist die Kapelle. Das heutige Gebäude stammt von 1819, die Historie reicht aber deutlich länger zurück. Vermutlich bereits im Mittelalter gab es hier das Gotteshaus, das als Nikolaus- und Margaretenkapelle wohl auf Initiative eines Ehepaares gebaut wurde. Wie damals üblich aus Holz mit den entsprechenden Mängeln, die sich im Laufe der Jahre einstellten. Aus diesem Grund wurde das Gebäude nach zahlreichen Reparaturen 1805 letztlich abgerissen. Aber auch der damalige Neubau ist ein Hingucker. 1983 bis 85 wurde die Kapelle komplett saniert. Das Elsterwelle-Kalenderblatt. Der Nachbarschaftshilfeverein bietet auch an diesem Freitag wieder ein Seniorenschwimmen im Lausitzbad Hoyerswerda an. Treff ist 10 Uhr. In und vor der Lausitzhalle in Hoyerswerda startet am Freitag die Lausitzer Seenlandmesse. Auf der Leistungsschau rund um die Themen Outdoor, Urlaub, Freizeit, Wellness und Wirtschaft präsentieren sich mehr als 80 Firmen. Eröffnet wird die Messe um 13 Uhr. Die Türen stehen bis 18 Uhr offen. Auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda steht am Freitag das Basteln und Spielen je nach Lust und Laune im Programm. Möglich ist dies von 14 bis 18 Uhr. Die Schausteller erwarten auch am Freitag wieder die Gäste mit ihren Fahrgeschäften zum Frühlingsfest auf dem Festplatz am Gondelteich in Hoyerswerda. Los geht's 14 Uhr. Auch am Freitag ist Ladies' Day. Das NATZ im Bürgerzentrum Braugasse 1 in Hoyerswerda bietet am Freitag in seinen Räumen die digitale Gestaltung von Grußkarten an. Möglich ist dies ab 15 Uhr. Im Jugendhaus in Lauter am Lessingplatz findet heute ein Gitarrenkurs für Einsteiger statt. Wer sich mal ausprobieren möchte, ist ab 16 Uhr herzlich eingeladen. Und die Gemeinde Spreta lädt am Freitag zum Spieleabend in Burg Neudorf ein. Treff es dort um 19 Uhr. In der Nacht zum Freitag oft klar, nur gelegentlich einige Wolkenfelder. Es wird überall niederschlagsfrei sein bei 5 bis 1 Grad und einem schwachen Südwestwind.
Am Freitag recht viel Sonnenschein mit nur lockeren Wolken, aber meist trocken bei maximal 13 bis 16 Grad. Am Samstag und Sonntag neben einigen Wolken oftmals längere sonnige Abschnitte und es besteht nur ein geringes Schauerrisiko. Die Temperaturen werden etwa der Jahreszeit entsprechend sein. Und das war sie, die Donnerstagsausgabe ihrer Drehscheibe Lausitz. Morgen am Freitag schicken wir meinen Kollege Florian Glatter zum Männertreff nach Bernsdorf. Was dort passiert, schauen Sie rein, morgen zur selben Zeit hier in Ihrem Elsterwelle Fernsehen. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend. Tschüss.